Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um die Entstehung von Glaubenssätzen und daraus scheinbar resultierendes Verhalten aus Sicht der neuen Medizin, der germanischen Heilkunde. Zum Thema der Glaubenssätze habe ich schon einige Videos gemacht und habe das immer wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen beleuchtet. Unter anderem ist es auch so, dass die Psychologie sich dem Thema annimmt und daraus auch ableitet, dass durch gewisse Glaubenssätze ein gewisses Verhalten entsteht. Das werde ich dir heute widerlegen, denn es ist letztlich andersherum. Es ist so, dass zunächst ein biologischer Konflikt entsteht durch eine reale Situation oder aber durch die Vorstellung an sich. Denn die Vorstellung und eine reale Situation ist für das Gehirn nichts anderes. Wenn du dich bedroht fühlst durch etwas, was aber so gar nicht geschehen ist, fühlst du dich bedroht. Wenn du jetzt in einer Situation bist, in der real etwas geschieht, auch dann fühlst du dich bedroht. Es spielt also keine Rolle, ob du es real erlebt hast oder nicht. Natürlich ist es so, dass die allermeisten biologischen Konflikte durch reale Situationen an sich entstehen. Und da werde ich auch gleich nochmal genauer drauf eingehen bei den Beispielen, die ich nehme, für Glaubenssätze und scheinbar resultierendes Verhalten. Zunächst einmal ist es so, dass Glaubenssätze bei den meisten Menschen gar kein Thema ist. Das heißt, sie haben entweder noch nie davon etwas gehört oder wenn sie davon etwas gehört haben, dann kennen sie vielleicht ein oder zwei Glaubenssätze, die sie selber glauben. Und die meisten sind halt eben unbewusst. Das bedeutet, sie wissen nicht, was da für Glaubenssätze scheinbar da sind. Deshalb gibt es ja dann auch einige Disziplinen, die sich nur um dieses Thema kümmern, die dann eben versuchen, dem Menschen klarzumachen, dass dieser und jene Glaubenssatz dahinter steckt, sodass dann eben ein entsprechendes Verhalten dabei rauskommt. Und man versucht natürlich auch, die unbewussten Glaubenssätze bewusst zu machen, so gesehen an die Oberfläche zu bringen. Ein Glaubenssatz entsteht immer nur durch einen biologischen Konflikt. Und das werde ich dir jetzt erklären. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist ein Kind von 3 bis 4 Jahren und du bekommst von deinen Eltern oder nur von der Mutter oder nur von dem Vater, das spielt erstmal keine Rolle, immer wieder gesagt, wenn du nicht brav bist, dann bekommst du heute nichts zum Essen. Ja, das ist eine Formulierung, die es so sicherlich von einigen Eltern gibt, entweder aus dem Affekt heraus oder eben aus eigener Unsicherheit, Wut, Ärger heraus oder weil sie einfach so unbewusst mit ihrem Kind durch entsprechende Kommunikation umgehen, dass sie sich denken, naja, das sage ich jetzt einfach mal so, das rutscht mir so raus, aber das wird ja keine Auswirkungen auf mein Kind haben. Und wenn das einmal passiert, dann kann es tatsächlich sein, dass es keine Auswirkungen hat. Zumindest, wenn die Drohung nur im Raum steht und auch nicht wahrgemacht wird. Ist es jetzt aber so, dass das beispielsweise einmal vorkommt, bedeutet, das Kind ist aus der Sichtweise der Eltern nicht brav und bekommt als Konsequenz dann kein Essen, dann kann das sehr schockartig für das Kind sein. Jetzt könnte man sagen, ja, das Kind wurde ja vorgewarnt. Dementsprechend ist es ja richtig, dass dann eine entsprechende Konsequenz folgt. Denn wenn diese Konsequenz nicht folgen würde, würde sich das Kind das ja merken und es ausnutzen. Wenn du das so siehst und wenn du so denkst, dann solltest du dir mal ernsthaft Gedanken darüber machen, ob du dein Kind durch Macht und Kontrolle so gesehen erziehen möchtest. Denn nichts anderes ist diese Formulierung bzw. die Art und Weise, dem Kind so gesehen zu zeigen,
ich bin hier der Chef und du bist nur das Kind. Das kommt so immer und immer wieder in Familien durch Eltern vor. Und ich möchte diesen Eltern auch gar nichts Böswilliges unterstellen. Das heißt nicht automatisch, dass sie böse oder schlechte Eltern sind. Sie sind einfach dahingehend sehr unbewusst für sich und sehr unbewusst und meistens überfordernd für das Kind. Sie sind mit der Situation überfordert und werden dann natürlich auch diese Überforderung an das Kind weitergeben. Bleiben wir jetzt mal bei dem Satz. Wenn das jetzt einmal passiert, also es wird ausgesprochen und das Kind bekommt dann kein Essen, dann ist es, je nachdem, wie es für das Kind erlebt wird, mehr oder weniger dramatisch. Wenn das aber immer und immer wieder passiert, und da spielt es keine Rolle, ob das einmal in der Woche ist, einmal im Monat ist oder einmal im Jahr ist, wenn es eine Situation ist, in der das Kind eiskalt erwischt wird, in dem Sinne, dass es erstens vielleicht auch gar nicht weiß, was es denn wirklich getan hat und zweitens wirklich Hunger hat, aber nichts zu essen bekommt, dann kann das ein empfundener Verhungerungskonflikt sein. Und jetzt haben wir ein Thema in der Leber. Und das ist zunächst einmal dann die organische Auswirkung, die vom Gehirn gesteuert wird. Wenn wir uns jetzt aber den Satz anschauen, dann steckt in dem Satz sehr viel drin, was zum Glaubenssatz wird. Und zwar, wenn ich nicht brav bin, bekomme ich nichts zu essen. Das ist das, was das Kind sich denkt. Das, was aber tatsächlich abgespeichert wird, ist, wenn ich nicht brav bin, muss ich leiden, muss ich hungern, muss ich schauen, dass meine Existenz gewahrt ist. Das klingt jetzt vielleicht drastisch für dich, aber du musst dich halt auch in das Kind hineinversetzen. Wenn du das jetzt einem 30-, 40-Jährigen sagst, dann kann es gut sein, dass der sich totlacht, dass der das lustig findet. Aber das Kind findet das definitiv nicht lustig. Und so kannst du dir dann im weiteren Verlauf anschauen, wie dieses Kind als Jugendlicher als Erwachsener sein wird. Wenn das lange Zeit Thema beim Kind war, dann sorgt das eben nicht nur dafür, dass der Verhungerungskonflikt unter Umständen immer wieder startet, weil zum Beispiel die Mutter oder der Vater die Konfliktschiene ist, oder dass eben das Zusammenstauchen, das Drohungen aussprechen an sich die Konfliktschiene ist, gepaart mit dem Satz, wenn du nicht brav bist. Sondern es wird sich auch dadurch ein entsprechendes Verhalten entwickeln. Denn das Individuum, das Ich, möchte ja keine Strafe bekommen. Das möchte immer dann auch in Ruhe gelassen werden, möchte das Leben so leben, wie es eben für das Individuum schön ist. Demnach umgeht es die Konsequenz. Dieses Umgehen zeigt sich dann natürlich im Verhalten. Und zwar dadurch, dass es eben in verschiedensten Situationen einfach nie wirklich die Meinung kundgeben möchte, nie dagegen sprechen möchte, weil es vollkommen eingeschüchtert ist. Jedes Kind, welches mit 10 Jahren eingeschüchtert ist, generell schüchtern ist, hat immer mindestens einen biologischen Konflikt immer und immer wieder erlebt. Weil ja nicht nur die sogenannte Konstellation ein entsprechendes Verhalten erzeugt, sondern ja bereits der biologische Konflikt. Denn die Konstellation ist ein Extremverhalten, eine starke Abweichung von dem, was normalerweise stattfinden würde, wenn diese beiden biologischen Konflikte nicht da wären. Aber dennoch hat ja schon der einzelne biologische Konflikt Auswirkungen
auf die Psyche und eben nicht nur auf das Organ. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was beispielsweise häufig auch in Familien vorkommt. Und zwar das Thema alleine gelassen werden. Wenn jetzt dem Kind nicht offen und frei kommuniziert wird, dass es jetzt alleine bleiben soll, vielleicht aber auch nur, dass zum Beispiel Oma oder Opa kommen und auf das Kind aufpassen, weil die Eltern zum Beispiel über das Wochenende mal alleine Zeit verbringen wollen, sondern das wird dem Kind vielleicht 5 Minuten vorher gesagt. Oder noch dramatischer, dem Kind wird gesagt, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, wenn du nicht regelmäßig in deine Musikschule gehst, wenn du nicht ein liebes Kind bist, dann werden wir dich in Zukunft am Wochenende, an dem wir normalerweise etwas mit dir machen, dich öfters alleine lassen. Das ist ein Schock für das Kind, vor allem dann, wenn die Eltern es wahr machen. Was passiert? Das Kind fühlt sich mutterseelenallein. Dadurch startet, weil es ja erstens schockierend ist, weil es für das Kind hochdramatisch ist und weil das Kind damit alleine dasteht, ein sogenannter Flüchtlingskonflikt. Das heißt, es handelt sich dann um den Zustand der aktiven Nierensammelrohre. Wenn das jetzt auch immer und immer wieder Thema ist, sprich, das Kind wird alleine gelassen, es wird davor vielleicht kurz informiert oder als zweites Beispiel, es wird dem Kind angedroht, es alleine zu lassen, wenn es kein liebes Kind ist, dann wird sich da bis 12, 13 Jahren ein Verhalten entwickeln, wo das Kind niemals alleine sein möchte, bei dem das Kind immer lieb sein möchte, demnach jedem gefallen möchte, immer versucht, jedem zu helfen und Anerkennung zu bekommen und letztlich auch natürlich immer hinterher ist, Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen. Denn das Kind hat ja absolute Angst, alleine zu sein. Es möchte nicht alleine sein. Es ist, obwohl es 10 oder 11 Jahre alt ist, ja immer noch in der Sichtweise, dass es eben alleine gelassen wird, obwohl es das gar nicht möchte. Demnach entsteht aus diesem Flüchtlingskonflikt ein entsprechendes Verhalten durch Verknüpfung mit Situationen. Wenn das Ganze jetzt aber nie real geschieht, sprich, es finden immer nur Androhungen statt, wird sich in den meisten Fällen dann auch kein Verhalten ausbilden, weil ja auch kein biologischer Konflikt empfunden wird. Außer, und da kommen wir zu dem Fall, wenn etwas nicht real sich abspielt, es wird für das Kind so empfunden, dass eben es keine Drohung ist, sondern dass es bereits Realität ist. Warum auch immer, in verschiedensten Beispielen kann man hier sich selbst erklären, weshalb das dann so kommt, wie es kommt. Ein ganz kurzes Beispiel dazu, damit es verstanden wird. Das Kind träumt aufgrund eines biologischen Konfliktes immer wieder fallen, sterben zu müssen. Das ist die Schwebekonstellation mit Gewicht auf dem Konflikt auf der linken Seite, sodass es zu einer Depression kommt. Wenn dieses Kind hierbei immer wieder große Angst empfindet, sogenannte Albträume hat, immer wieder aufwacht und dann keinen Zuspruch von den Eltern bekommt, damit alleine gelassen wird, formt sich daraus ein Verhalten. Denn das Kind bemerkt, die Eltern sind nicht für mich da, ich fühle mich wieder mutterseelenallein und ich habe Angst zu sterben, weil mich meine Eltern nicht beschützen.
Daraus wird wiederum das gezeigte Verhalten entstehen, welches ich gerade erklärt habe. Aber aus einem immer wiederkehrenden Traum heraus. Das heißt, das Kind hat nie real das Ganze erlebt. Denn die Schwebekonstellation ist durch etwas ganz anderes entstanden. Also nicht durch einen Traum, denn der Traum verdeutlicht die Schwebekonstellation. Beispielsweise auch noch in Bezug auf den Existenzkonflikt. Denn dieser ist ja tatsächlich auch immer wieder dafür ausschlaggebend, dass grundsätzlich eben stärkere Symptome entstehen und es daher auch wichtig ist, dass dieser als erstes gelöst wird, damit zunächst einmal die Symptome weniger werden und dass generell dieses Thema aufgelöst wird. Denn löse ich das Syndrom, also den aktiven Existenz-Flüchtlingskonflikt nicht auf, werde ich auch den anderen Konflikt in der Heilungsphase nicht auflösen. Das heißt, wir haben hierbei immer wiederkehrend ein Existenzthema, wenn Drohungen ausgesprochen werden. Weil Drohungen natürlich auch dafür gedacht sind, vielleicht nicht im Bewussten von den Eltern, sondern letztlich eben unbewusst oder weil sie eben selber verärgert sind, unsicher sind, was auch immer. Das führt aber ausschließlich immer zu einem Existenzkonflikt, der, je nachdem wie es verknüpft ist, dann entweder ein Existenzkonflikt ist oder ein Verhungerungskonflikt im ersten Beispiel bezogen auf das Essen. Das heißt, das alleine sorgt immer dafür, dass eben ein Kind einen biologischen Konflikt empfindet, wenn es eben dann auch unter Umständen reale Gegebenheiten gibt, was dann wiederum bei anderen Situationen aber genauso zu anderen biologischen Konflikten führt. Auch hier noch ein Beispiel, damit es deutlich wird. Wenn die Eltern der Meinung sind, was zum Beispiel auch viele mit ihrem Hund machen, dass sie dem Kind immer wieder das Essen wegnehmen. Nicht bewusst in dem Sinne, dass sie dem Kind wirklich das Essen wegnehmen wollen, sondern dass sie dem Kind beibringen wollen, zu teilen. Dass eben die Eltern auch sich mal gerne das Essen vom Kind nehmen können. Das heißt, es ist meins und es ist auch gleichzeitig deins. Grundsätzlich eine, sag ich mal, gute Einstellung, die man da eben übermitteln kann, ohne dass man eben entsprechende erzieherische Konsequenzen daraus zieht. Jetzt kann es aber sein, dass das Ganze im Spaß gemeint ist von den Eltern, dass sie eben in einer Situation dem Kind etwas wegnehmen. Und das kann dann, je nachdem wie dramatisch das Kind das empfindet, kann das dann zu einem Brockenkonflikt führen. Das Kind hätte diesen Brocken sehr gerne gehabt, bekommt es aber nicht. Kommt das so immer wieder vor, zum Beispiel in Bezug auf Süßigkeiten, dann wird daraus ebenso ein Verhalten entstehen. Und zwar, alles ist meins, alles gehört mir, ich möchte das haben. Und wenn ich es nicht bekomme, dann hole ich es mir. Denn es ist ja die Konsequenz dann aus diesem Verhalten heraus. Hierbei gibt es natürlich immer zwei Gegensätze. Es kommt darauf an, wie der Konflikt erlebt wurde und es kommt auch darauf an, wie sich das Ganze dann in Bezug auf die Eltern auch verhalten hat. Sprich, wenn das Kind zum Beispiel eine bioaggressive Konstellation hat, dann wird es gegen die Eltern vorgehen, wenn diese dem Kind einen Brocken wegnehmen. Hat das Kind keine bioaggressive Konstellation, dann wird es unter Umständen so sein, dass das Kind eben aus Respekt, aus Angst heraus immer wieder zurückschreckt. Das heißt, es wird dann im Nachhinein auch dafür sorgen, dass es eben nicht immer wieder überhaupt in diese Situation kommt. Und so natürlich auch im späteren Verlauf. Das heißt, dass es dann eben ein entsprechendes Verhalten daraus wird. Und so entsteht dann ein Glaubenssatz. Denn es ist ja nichts anderes als ein Glaubenssatz, der dabei entsteht. Und der Irrtum ist dabei eben nur,
dass aus dem Glaubenssatz heraus nicht das Verhalten entsteht, sondern aus dem biologischen Konflikt. Und der Glaubenssatz an sich, ob der nun wirklich da ist, ob der abgespeichert ist oder ob es eben die entsprechende Prozedur des biologischen Konfliktes ist, das darf sich jeder gerne selber überlegen. Es spielt ja im Prinzip, wenn wir das Ganze runterbrechen auf den biologischen Konflikt, auch gar keine Rolle, ob der Glaubenssatz jetzt da ist oder nicht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob das einleuchtend für dich ist, ob du vielleicht, wenn du ehrlich mit dir selbst bist, das so vielleicht auch manchmal an deine Kinder herangetragen hast oder eben solche Situationen bei dir selbst vorgekommen sind. Würde mich interessieren, wenn du mir dazu etwas erzählen könntest, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dich dementsprechend weitergebracht hat, auch dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell das so vielleicht immer noch mit ihren Kindern machen, weil sie kleine Kinder haben und du das vielleicht dann auch immer wieder mitbekommst, wenn du zu Besuch bist, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals hier sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.